Oh, und unsere Straßen sind fertig. Das heißt, wir bauen noch eine Straße hier hoch. Und eine etwas längere Straße hier am Ufer entlang. Weil dann haben wir schon mal den Bereich hier vernetzt. Ach, und wir bauen noch eine hier rüber zum Brauer. Und eine Abzweigung hoch zur Schule. Ja, da kommt unser Steinmetz schon mal gar nicht mehr hinterher mit dem Steinverbrauch, den meine beiden Bauarbeiter machen. Zumal hier uns auch langsam der Stein ausgeht. Ja, wenn er nachher da drüben arbeiten müsste, dann hat er einen langen Weg. Harald kann trainiert werden. Okay, dann trainieren wir Harald. So, das Lehmarbeiterzelt schließen wir auch noch an. Weil die sind ja hier teilweise mit den Straßen auch schon fertig. Steinmetzzelt. Und du hast den Bogenmacher erfunden. Sehr schön. Das heißt, jetzt hilfst du wieder beim Holzfällen. Und du arbeitest jetzt wieder im Hauptlager. Gut. Du kannst trainiert werden, ist auch gut. So, das heißt, jetzt kommt der Wachturm. Endlich mal. Hier. Den stellen wir hier hin und ein Dreifamilienhaus in die Nähe. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis sie mit den Straßen fertig sind. Nahrung wird immer mehr, sehr gut. Obstfarm und Bäckerei sind komplett voll. Und auch unser Jäger. So, meine Bauarbeiter werden wahrscheinlich gerade... Ach, einer ist hungrig. Okay, der zweite arbeitet. Der baut das Zweifamilienhaus. Dreifamilienhaus. Da schienen schon mal meine drei Bogenschützen ein. Hey, cool, einer ist sogar verheiratet. Gut, dann brauche ich eigentlich für die keine Frau mehr. Das war mir seit dem letzten Mal entfallen, dass ich den schon verheiratet habe.
Ja, Asa ist die Frau von Yalti. Und ich weise ich schon mal dem Wachturm zu. Ja, voll funktionstüchtiges Dorf. Alle arbeiten. Du baust das Steinmetzzelt auch gut. Wie sieht's denn mit Holz aus? 30 von 50. Okay. Ja, wenn alle Gebäude hier fertig sind, dann hole ich mir meinen letzten Wikinger. Und der findet immer noch Eisen herumliegen. Hm. So, von dem Turm haben sie es nicht weit zu ihrem Haus. Das heißt, wenn mal einer von denen hungrig werden würde, kann ich ihn zum Haus schicken, zum Essen. Wenn sie es nicht sogar von selber machen, wenn sie eine Unterkunft haben. Oh, unsere Möbel sind alle. Okay, du machst mir jetzt bitte wenigstens 9 neue Möbel. Habe ich ja so eingestellt. In diesem Haus sind die Rohstoffe ausgegangen, ja. Lehmsammler, weil wir brauchen mehr Lehm. Das Steinmetzzelt ist jetzt gleich fertig. Genauso wie du warst aber schnell damit, die gewünschte Warenmenge herzustellen. Bist halt ein Meister deines Fachs. Gut, Dreifamilienhaus ist fertiggestellt. Wenn ich euch also schlafen schicke. Haut ihr euch immer noch in der Wildnis hin. So, wie sieht's jetzt aus? Baut einer weiter Straßen oder? Ja, er baut Straße. Ja, wir brauchen auch wieder Lehm, um den. Wobei, wir haben Lehm im Hauptlager, also ist das jetzt nicht so schlimm.
Oh, jetzt brauchst du erstmal Weizen, okay. Ah, muss mal ganz kurz Pause machen. So, da bin ich schon wieder, hoffe ich mal. Entschuldigung für die Unterbrechung. Wir machen einfach gerade weiter. Stellen wieder auf Schnellgang. Gut. Holz kommt rein. Turm ist fast gebaut. Die Speerwerkstatt ist fast voll mit Holz. Wir haben jetzt 100 Bier. Oh, okay, 100 ist das Maximum, was in der Kaserne lagern kann. Irgendwie dadurch, dass ich einen weggeschickt habe. Ah ja, okay, wenn ich ihm neue Befehle gebe, dann... Neben Klumpen, wo hast du den eingesammelt? Oder warst du den schnell holen? Ach, den hast du wahrscheinlich hier unten her. So, und jetzt holst du uns noch Holz aus dem Wald, okay. Ja, die Bogenschnitzerei steht leer. Der Verteidigungsturm ist fertig. Ah, das heißt, wir brauchen nur noch das Holz und unseren letzten Mannequin. Also kriegst du mal ruhig einen Jungen. Geht schön Liebe machen. Jetzt sind wir auf jeden Fall etwas abgesichert, wenn die Indianer von dort kommen sollten. Wenn sie nicht gerade von hier kommen, dann haben wir ein Problem. Da muss ich Alarmglocken ringen. So, das Holz kommt rein. Vor allem für meine Holzfälle wird das nachher ungut, wenn sie zu nah an denen sind. So, die machen ein Kind. Noch sind die Gelbmesser und Ugawalle uns freundlich gesinnt. Gesonnen. Okay, du findest nichts mehr. Das heißt... Steinmetz? Bring Steine. Wir sind nämlich fast fertig hier auch mit dem Bau unserer Straße wieder, oder? Naja, da hoch zur Brauerei noch und das Verbindungsstück.
Du kannst trainiert werden.